Herzlich willkommen in Marikas Kreativstube. Ich bin Marika aus Pulheim und ich möchte euch heute gerne diese kleine Pyramidenbox vorstellen. Ich habe diese Arbeitsanleitung, schon vor ewigen Zeiten im Internet entdeckt. Und zwar habe ich da eine Bastelanleitung von der Daniela Janssen entdeckt. Deren Modell sah allerdings so aus. Ich wollte aber eine Box, die einlädt, auch ein hübsches Geschenk, ein hübscher Ring, ein Kosmetikprodukt oder eben zumindest die berühmte goldene Kugel hineinzugeben. Da habe ich ganz schön rumgetrickst. Ich zeige euch mal die Modelle, die ich vorher hergestellt habe. Also mehr oder weniger in allen Größen vorhanden. Bis ich dann letztendlich mein Modell gefunden habe. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Box herstellt. Arbeiten möchte ich mit den Framelit aus bestickte Rechtecke. Da habe ich den Spruch aus Schmetterlingsglück zum Geburtstag, alles Glück der Welt, herausgestempelt und dann ausgestanzt. Und ich habe das wunderschöne Designpapier Mohnblütenzauber verwendet. Und Mädels, ich möchte euch das ans Herz legen. Das ist ein Auslaufprodukt und ich finde dieses Designpapier so der Knaller, diese Farbenpracht. Ich liebe Mohnwiesen. Also wer da noch Interesse hat, beeilt euch, bald ist die Zeit vorbei und was weg ist, ist weg. Wir benötigen einen Farbkarton in dem Maß 17x17. Für den Deckel benötigen wir einen Farbkarton in dem Maß 6,2x6,2. Den habe ich schon rundherum bei einem Zentimeter gefalzt. Dann brauchen wir ein Stück Designpapier 3,7x3,7. Dann benötigen wir noch vier Stücke Designpapier in dem Maß 5x5,5. Auch das lege ich jetzt erst nochmal zur Seite. Wir kommen zu unserem Farbkarton, den wir zugeschnitten haben bei 17x17. Den falzen wir bei 5,5. Und gehen rüber auf 6,5 und machen oben und unten eine Markierung. Und das machen wir reihum. Wir drehen also unser Blatt, falzen komplett durch bei 5,5. Bei 6,5 eine Markierung. Dann legen wir unser Falz- und Schneidbrett zur Seite. Jetzt müssen wir mit dem Falzbein Linien ziehen. Und zwar, das ist unsere durchgezogene Falzlinie. Und dann die erste Markierung, die verbinden wir hier mit dem Kreuz in der ersten Falzlinie. Das machen wir auch gegenüber. Wir haben ja auch hier die Falzlinie. Hier ist unsere Markierung. Und von der Markierung hier in die Mitte zu dieser ersten Querfalz. Das kann man sehr gut erkennen. Das machen wir reihum. So, ich hoffe, da kommt schon die Form zum Vorschein. Ah, ich glaube schon. Sehr gut. Jetzt beginnen wir zu schneiden. Und zwar schneiden wir hier die Falzlinie bis oben hin entlang. Drehen uns das Blatt. Und hier an dieser Falzlinie schneiden wir nicht entlang, sondern etwa einen halben Zentimeter, so circa. Wer mag den 1 Zentimeter nehmen, ist auch in Ordnung. Da schneide ich dann auf diese Linie, die ich schon geschnitten habe, zu. Und schräge hier die Ecke ab. Denn das hier ist unsere Klebelasche. Und auch das machen wir an jeder Seite. Auf der rechten Seite schneide ich die Falzlinie entlang und auf der linken Seite, nachdem ich meinen Farbkarton gedreht habe, bleibe ich etwa einen halben Zentimeter daneben und schneide dort meinen Farbkarton ein und in der Ecke schräge ich ab.
So sieht dann jetzt unser Farbkarton aus und dann fangen wir an zu falzen. Ich nehme erst die mittlere Linie und hole mir jetzt die Falzlinie. Und da müssen wir wirklich mit beiden Fingern arbeiten, weil sonst habe ich hier in der Mitte eine Beule und dann wird es schräg. Also gehe ich auch von der Mitte aus hin und falze zu den Enden. So haben wir jetzt unsere Box schon fast fertig. Jetzt kommen wir zum Designpapier. Die Box lege ich erstmal zur Seite. Dann nehme ich mir noch einmal mein Schneid- und Falzbrett. Wir benötigen 4 Stücke A, 5,5 x 5 cm. Wir legen die 5,5 cm breite Seite oben an, gehen dann etwas hinunter, dass ich diese Ecke hier an diese 1 cm anlegen kann. Diese Ecke möchte ich hier an diese 1 cm anlegen und die untere Ecke, die richte ich mir dann in dieser Schneidrille aus. So sieht das aus. Wir sehen, die Ecke hier oben liegt an den 1 cm Maß an. Das ist jetzt ein bisschen was mit dem Licht. Da sieht man es nochmal. An und die untere Ecke habe ich in die Schneidrille ausgerichtet. Und das schneide ich einfach ab. Ich sollte auch das Messer verwenden. Dann gehe ich einfach hin und drehe mein Papier, sodass ich die Rückseite oben habe. Da mache ich das genauso. Schneide es ab und habe ein Designpapier, was auf meine Box genau drauf passt. Das Designpapier kleben wir jetzt auch erst einmal auf. Das Designpapier haben wir schön aufgeklebt. Oh, ich finde, das sieht schon so knalle aus. Und dann beginnen wir, die Box zuzukleben. Dafür gebe ich auf dieser Klebelasche Tombow auf. Ihr wundert euch sicher wegen meiner Flasche. Da ist tatsächlich Tombow drin, nichts anderes. Aber diese Flasche ist einfach für mich persönlich eine geniale Lösung zu der ursprünglichen Tombow-Flasche. Es gibt zwei Gründe. A, wenn ich neuen Tombow verwende, blutsch macht das erstmal, da kommt ein riesengroßen Tropfen heraus. Und ich habe mich nicht selten geärgert, dass mich das meine Arbeit gekostet hat. Dieses Fläschchen hier, wie ihr seht, macht wirklich schöne kleine Klebestreifen. Sag ich es mal so. Und gleich bei dieser Arbeit werden wir auch sehen, dass das für mich auch einen Vorteil bringt. Ich muss mal ein bisschen mehr ins Bild kommen, wie ich gerade feststelle. Seid mir nicht böse, sorry. Das sind so Dinge, ich bin in meinem Bastelwahn manchmal, übersehe ich das. So, auch hier mache ich mal die Klappe nach unten auf. Es wird ja jetzt gleich vielleicht auch so ein bisschen eng, wenn ich die letzte Lasche kleben möchte. Da möchte ich euch noch ans Herz legen, hier äußerst sorgfältig zu arbeiten, denn das ist nachher hier für unsere quadratische Form sehr wichtig. So, bevor ich die letzte Lasche mache, gehe ich nach innen und drücke an jeder Falzlinie, außer an der letzten, schön fest an, damit mir das jetzt nicht nochmal aufgeht, wenn ich da anfange zu wuscheln. Denn ihr seht, da ist das schon nicht mehr so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste da mit dem dicken Tombow rein, da komme ich mit meiner Spitze fantastisch bis hinten in die Ecke hinein. Also das sind so die Vorteile, die für mich für diese kleine Flasche spricht. Vom Produkt her bin ich vom Tombow überzeugt. Also eine Alternative hat sich da noch nicht durchgesetzt. So, die letzte Klebelasche eben auch schön fest andrücken. Fertig ist die Box. Das ist doch wohl was Schönes. Ich finde die total schön, diese Form. Ich mag sie sehr gerne. Und wie ihr ja wisst, ihr könnt die in allen Größen basteln. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Deckel. Den Deckel habe ich zugeschnitten in 6,2 x 6,2. Rundherum bei einem Zentimeter gefalzt. Und dann kleben wir da auch gleich unser DSP auf in dem Maß 3,7 x 3,7. Falzen alles schön ein und kleben uns den Deckel
haben wir jetzt soweit fertig. Und ich hoffe, das hat jetzt auch schön angezogen. Meistens sind nämlich so die Ecken, die dann so ein bisschen überstehen. Darum nehme ich gern diese Klammern zur Hilfe. Fertig ist unser Deckel. Und dann bin ich hingegangen, was ich hier ja auch schon gemacht habe. Jetzt habe ich mir überlegt, was willst du bei einem Zentimeter noch Deko aufbringen? Ich glaube, die Beatles-Arbeit, da wird man mich wahrscheinlich jetzt für knüppeln und knechten. Nein, ich bin hingegangen, habe ein farblich passendes Band genommen, so hier auch, und habe das auf 16 cm plus minus, weiß ich, Kleinigkeit, mit doppelseitigem Klebeband beklebt, was ich dann abziehe. Und rundherum um diese Seite von meinem Deckel festklebe. Muss aber da auch so ein bisschen dran denken, dass ich hier auf der Ecke den Raum lasse, um das Schleifchen zu binden. So, dann klebe ich das rundum und habe jetzt hier mein Schleifenband drumherum gelegt, um hier ein Schleifchen zu binden. Ich habe noch gar nicht probiert, ob er passt. So, und dann wie gewohnt bindet ein Schleifchen. Ich weiß nicht, besser, wenn du drauf bleibst. So, das schneide ich mir dann noch zurecht, das Schleifenband. Einmal. Zweimal. So ist jetzt mein Schleifenband bezogener Deckel. Na komm her. Fertig angebracht. Und dann können wir uns um unser Etikett kümmern. Das Etikett habe ich ja schon, glaube ich, erwähnt, aus dem Schmetterlingsglück gestempelt. Und in den Framelits bestickte Rechtecke gibt es diesen kleinen Rahmen. Den habe ich verwendet, da Menschenels unterlegt, und klebe den jetzt vorne auf meine Schachtel auf. Und dann habe ich noch einen farblich passenden Schmetterling aus dem Set Schmetterlingsglück. Da gibt es ja diese Stanze. Das klebe ich mit einem Gludert auf. Setze den dazu. Was wir jetzt noch brauchen, ist einen schönen, dicken Strassstein, den ich dann noch hier in die Ecke setze. Das ist also die Pyramidenbox, die ich euch heute vorstellen möchte. Wenn ihr die nachbasteln möchtet, findet ihr wie immer meine Angaben auf meinem Blog Marikas Kreativstube. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir bei meinem nächsten Projekt wieder zusehen wollt und Gast bei mir seid. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, und denkt dran, lasst euch benachrichtigen. Bis ganz bald, kreative Grüße. Bleibt gesund. What we love, what we do, makes a difference in me.